Hallo und willkommen und Servus bei Kuckuck TV. Vor mehr als 3 Jahren ist Christian Zimmermann in München gestorben. Christian Zimmermann war einer der ersten Personen im deutschsprachigen Raum, der mit seiner Alzheimer-Veränderung es gewagt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen. Christian Zimmermann hat sehr viel bewegt in den Köpfen und Herzen der Menschen und er hat viele andere von Gedächtnisproblemen betroffene Menschen ermutigt, sich nicht zu verstecken. Am 15. Mai wäre sein Geburtstag. Wir wollen deshalb mit einem Beitrag von Kuckuck TV am 15. Mai an Christian Zimmermann erinnern und Szenen aus seinem Leben und öffentlichen Auftreten zeigen. Eine Woche später veröffentlichen wir einen Song, einen Rap-Song, den der Künstler Mein Name ist Nase für Christian Zimmermann und in Erinnerung an ihn geschrieben hat. Christian Zimmermann ist einer derer, die Türen geöffnet haben und es gibt andere, die genauso heute wagen, sich in die Öffentlichkeit zu trauen. Sie wissen, Kuckuck TV wurde mitentwickelt von Demenzbetroffenen und älteren Menschen und das ist quasi unser Credo und unser Auftrag. In unserem und auf unserem Kanal kommen immer wieder ältere Menschen und Betroffene selbst zu Wort. In der Tradition von Christian Zimmermann engagieren sich bei Kuckuck TV ältere Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie lassen uns teilhaben an ihrem Leben, sie nehmen Stellung zu wichtigen Fragen, sie äußern ihre Meinung. Und das ist auch unser Angebot an Sie. Beteiligen Sie sich am Teilhabekanal Kuckuck TV. Wenn Sie anderen Menschen auch Mut machen wollen, wenn Sie Ihre Position, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihr Leben anderen mitteilen wollen, melden Sie sich bei uns. Bei Kuckuck TV finden Sie die geeignete Plattform, um an die Öffentlichkeit zu treten und anderen Menschen Mut zu machen. Nutzen Sie es, wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mittwoch, also mit unserem Beitrag über Christian Zimmermann. Tschüss, Servus.